Dennis und ich bin so Mitte 20 ungefähr. Ich bin Fotograf im Porträt- und Eventbereich und studiere auch noch an der Kunsthochschule hier in Braunschweig. Und im Moment mache ich viel grafische Arbeiten, so digital und ja, mache nebenbei auch gern Musik. So mit 14, 15 war immer viel mit Skatern unterwegs und so. Und wurden viele Bilder gemacht und ich war immer irgendwie der Typ, der es zusammengetragen hat. Also mir ging es ums Sammeln von den Momenten und den Leuten irgendwie. Und ja, dann kam irgendwann automatisch die Frage, wie man das bewusst und gut macht. Die Menschen auf jeden Fall, also es sind für mich die spannendsten Eindrücke. Stillleben finde ich irgendwie auf Dauer langweilig. Das ist unterschiedlich. Also manchmal, wenn ich richtig was plane so und mir extra für ein Projekt Leute schnappe, dann sind es vielleicht Fantasien, Tagträume, so Ideen, die irgendwie kommen. Und andererseits gehe ich auch oft einfach drauf los oder steuere einen bestimmten Ort an, der mir gefällt und guck mal, was bei rumkommt. Für Aufträge digital auf jeden Fall, um irgendwie abgesicherter zu sein, auch mal ein Bild kontrollieren zu können und für experimentellere Sachen auf jeden Fall gern analog. Madame Bovary ist so, also ursprünglich eine Romanfigur, die hochdramatisch und unglücklich durchs Leben rennt und ihr Glück woanders sucht, obwohl sie es eigentlich wahrscheinlich schon lange um sich hat. Und für mich ist es so ein Ventil geworden, irgendwie Sachen rauszuhauen unter einem anderen Pseudonym, einer anderen Figur in Häkchen, um so eine Hemmschwelle abzulegen. Das ist so ein bisschen so ein Psychotrick, wenn ich irgendwie Sachen ausprobiere oder eine Hemmschwelle habe, was mit Gesang zu veröffentlichen, dann kommt einfach der Name drunter. Ja, das, was ich bis jetzt so gemacht habe, ist während des Corona-Lockdowns so im Schlafzimmer entstanden, ohne viel Know-how und ohne viel Equipment, eigentlich nur ein Mehrspurrekorder. Und da ging es dann so um die Frage, wie weit komme ich alleine? Das war so das Projekt und ich mache aber auch Musik mit Freunden, da wird dann auch anders aufgenommen zum Teil. Lange nicht satt, im Dunkeln noch geblendet von den Lichtern der Stadt, aus dem Pulsschlag dieser Zeit und immer weiter schwimmen durch die Arglosigkeit. Und ich falle mit einem Knall, ihr müsst mich feiern, wie ich fall. Wo ist der Prinz auf diesem Ball? Ihr sollt mich feiern, wie ich fall. Ich spiele hauptsächlich Gitarre. Angefangen habe ich mit Schlagzeug, das spiele ich auch noch. Keyboard, Synthesizer und Klavier und so ist so begleitend und ein bisschen drauf los. Aber da würde ich nicht so weit gehen zu sagen, ich spiele Klavier. Als nächstes will ich so die Stärken von dem, was bisher so rumgekommen ist, weiter ausbauen, bei der deutschen Sprache bleiben, bei einem bestimmten Sound und
will vor allem die Aufnahmequalität steigern, dann auch mit Hilfe von anderen. Das Projekt, wie weit komme ich allein, ist jetzt quasi für mich abgehakt. Ja, wenn man dann woanders aufnimmt und nicht im Schlafzimmer, vielleicht auch gesanglich mehr trauen. Ja, vielen Dank. Gerne. So. Jetzt hoffen wir mal, ne? Mittlerweile kann ich mit Text auf.